Hier ist Ingo Neumeier. Hallo. Mein Name ist Ingo Neumeier. Ich bin Dichter. Ich möchte Ihnen meine Gedichte vorlesen. Ich beginne mit der Arschgeigen-Trilogie. Das erste Gedicht aus diesem Zyklus handelt von Ronald Koch und ist im Mai 2010 entstanden. Da das Ganze ja hier eine Web 2.0-Lesung ist, bin ich auch multimedial ausgestattet. Das ist Roland Koch. Auch die Hintern rein. Das ist hier, Powerbook 5. Egal. Das Gedicht heißt Der Rücktritt des Ekellippers, weil, also Roland Koch hat echt fiese Lippen. Egal. Lügen, leugnen, Volk verhetzen, Messer gegen Harzer wetzen, illegale Spenden tarnen, vor der Überfremdung warnen, intensive Täter knechten, plump nach Vorurteilen hechten, Ekellippen präsentieren, Selbsthass nur ganz schlecht kaschieren. Alle diese Tätigkeiten mag das Schweinchen nicht mehr leiden. Rücktritt, grunzt der Roland Koch. Hessens Arsch fehlt jetzt das Loch. Danke. Okay, wir sind schon bei Sympathieträgern. Also, genau. Ich ziehe es mal ein bisschen größer hier. Flop. Ich hoffe, das kann man erkennen, das ist eine Bild-Zeitung, da steht drauf. Bild kämpft für Meinungsfreiheit, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das Gedicht heißt, die Meinungsfreiheit nehme ich mir. Die Redaktion ein Lügenheer, das Menschlichkeit verachtet. Der Leser, Darwins Grand Malheur, sein Geist schwer umnachtet. Der Chef ein Pfau, bigott und dreist, zum Pinkeln braucht er Lupen, sein Hirn, sein Hirn umdenkbar wenig kreist, Skandale, Tote, Hupen. Bevor ich dieses Drecksblatt lese, gehe ich mein Pipi schlürfen. Bild, hör auf mich, stirb und verwes. Man wird's da sagen dürfen. Okay, Roland Koch, Bild-Zeitung, geht's noch schlimmer? Es geht noch schlimmer. Ihr habt aber die Wahl, weil Web 2.0 interaktiv und so. Also es könnte jetzt ein Gedicht kommen über Klaus Meine von den Scorpions oder über Diddle. Sucht's euch aus. Nee, nur eins. Ich darf nur drei. Klaus Meine, Diddle? Klaus Meine, okay. Das Gedicht heißt Hannovers kleine Maus. Lederkappe, Lederhose, wär gern Rocker, doch bleibt Bübchen. Spricht er, kommt die Diagnose, Hurricane im Oberstübchen. Kumpelt rum mit Gerhard Schröder, English Language fällt ihm schwer. Wenn man denkt, es geht nicht blöder, kommt Zwergmütze flugs daher. Doofmanns Kumpel Rudi Schenker nennt ihn zärtlich kleine Maus. Selbst Podolski wirkt wie ein Denker im Vergleich zu meine Klaus. Danke.